Würde ich behaupten. Von daher denke ich mal. Oder hier oben ist auch blöd. Cool. Aber es funktioniert. Ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass das alles momentan so funktioniert, wie es funktionieren soll. Läuft. Und aktuell nicht rückwärts. Es läuft vorwärts. So, das bedeutet, bauen hier weiter hoch. Wieder eins versetzt, glaube ich. Ne, doch nicht. Jetzt sind wir irgendwie gleich geblieben. Wieso sind wir denn jetzt gleich auf dieser Höhe? Ich glaube, weil wir hier zu breit sind. Ne, sind wir nicht. Also wir sind hier definitiv zu breit. Mein Gott, Leute, ich bin so verwirrt. Das ist wie mit einer Spitze bauen. Irgendwann kommt man durcheinander und am Ende ist es ein Kreis oder so. Ich weiß es nicht. So, das nun mal alles weg hier. Komm, weg, 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 weg. Im Endeffekt muss es. Au. Im Endeffekt muss es so aussehen. Mit genug Rand. Also eine freilassen. So, 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 so. Es wird auf jeden Fall immer weniger Platz. Das fällt mir gerade auf, aber das ist gar nicht so tragisch irgendwie. Oh, da ist noch ein Kabel. Den können wir gebrauchen. Aber ich denke mal, das hier wird so die finale Höhe des Turms. Also höher möchte ich den gar nicht bauen. Man will. Aua. Man will den jetzt noch höher bauen. Ich glaube, dann verliert er irgendwann an seiner Grundform und dann. Könnte es passieren, dass es hässlich aussieht? Unfassbar, es geht der Kabel uns aus. Das hätte vor ein paar Minuten überhaupt gar keiner gedacht. So, aber der dürfte tatsächlich noch für diese Mauer reichen. Ja, genau, das reicht wunderbar. Hier oben ist jetzt nicht mehr so viel Platz. Aber theoretischerweise immer noch ausreichend Platz. 1, 2, 3. Rand. Ist doof, ne? Also machen wir so gesehen hier oben drauf zu. Dass wir dann hier Stein, Stein. Achtung, aua. Stein, Stein. Hinsetzen können. Heiliges Fichtenholz. Und hier, ja genau, das ist die optimale Endhöhe, würde ich sagen. Höher müssen wir nicht gehen, das wäre dann irgendwann too much. Und oben bauen wir dann noch einen kleinen Ausguck, so gesehen. Genau, diese Stützen stützen sich am Boden. Nein, diese Stützen stützen sich am unteren Aufbau. Diese Stützen stützen sich an gar nichts. Und diese Stützen stützen sich. Also der obere Aufbau stützt sich dann auf diesen Aufbau von unten. Oder so. Ist das irgendwie plausibel erklärt? Oder verwirre ich mich da irgendwie selber mit? Ich bin so überfordert gerade irgendwie. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Moment, zack. Zack. Hier am Rand kommen diese ganzen Steine, genau, so, so, so. Oh mein Gott. Leck mich am Arsch, Leute. Ja, ich glaube zumindest, dass ich richtig bin, gerade mit dem Bauen. Aber das sieht man am besten, wenn man draußen steht. Und jetzt nicht unbedingt, von drinnen sieht man das eh nicht. Ich glaube, 30 Stück von den Ziegeln reichen. Den Rest nehmen wir mal Bodenplatten mit. 60 Stück. Dann belegen wir jetzt noch den Boden oben. Weil der fehlt ja noch. Komplett.
Aber was wir gelernt haben, fällt mir gerade ein, ist, 60 Stück dürften nicht reichen, weil unten ja schon 77 nicht gereicht haben. Auch wenn wir hier eine kleinere Grundfläche haben, dürften wir hier nicht aufgehen. Ich wusste es. Schön ist, wir können überall drauf. Also wir können hier wirklich. Ah, was wir machen. Oh, mir fällt da was ein. Mir fällt da sogar was sehr Gutes ein, würde ich schon fast behaupten. Fällt mir was Gutes ein oder ist es scheiße? Warum kriege ich diesen Stein so schlecht zerschlagen? Das ist doch ganz normaler Cobblestone. Huch, dunkel. Wow, aber Leute, die Aussicht, oder? Guckt euch das mal bitte an. Das ist schon herrlich. So, hier kommt ein kleiner Balkon hin. Ja. Hier bauen wir so einen kleinen Balkon hin. Nicht groß. Auch nicht besonders klein, aber auffällig. Und unten dann nochmal so Stelzen da unten. Ja, super. Gefällt mir. Herrlich. Ich hoffe, dass das wirklich alles auch euch so zusagt, was ich hier bastel. Weil letztendlich sehe ich eure Kommentare leider erst, oh mein Gott, nach meinem Urlaub. Und dann steht da sowas drin wie, nein. Ich meine, es gucken nicht viele Leute dieses Let's Play. Aber die Leute, die es gucken, die kommentieren. Die sind richtig fleißig beim Kommentieren. Ich hoffe, ihr liked auch fleißig. Weil die Likes, Leute, bringen es extrem. Also wirklich, wenn es euch gefällt, haut den Like-Button tot von mir aus. Guckt, dass er ein blaues Auge bekommt und blau leuchtet. Wobei ich gerade nicht mal sicher bin, ob der Button blau leuchtet oder ob der Button überhaupt leuchtet. Bin total überfragt. So, okay, das sieht geil aus. Ich bin überrascht, wie gut das aussieht. So, jetzt haben wir hier noch jede Menge Gestein. Das ist natürlich optimal. Was wir aber jetzt nicht mehr jede Menge haben, ist Kabel. Aber, haha. Unser Lager wäre nicht unser Lager, wenn wir nicht noch genug Cobblestone im Petto hätten. Wir kommen noch gut hin. Ich denke mal noch so. Ja, ein bisschen kommen wir hin. Was machst du in unserer Farm? Willst du mich verarschen, du Arschloch? Das ist unser neuer Angestellter. Glaubt mir, der farmt genauso schnell die Farm ab, wie das Wasser, was da oben lummert. Da lege ich mein Feuer in meine Hand, genau. Da lege ich mein Feuer in meine Hand. Da lege ich mein Feuer für in meine Hand. Super. Herrlich, Leute, ich sag's euch. So, da haben wir unsere Sägemaschine. Optimal, so. Wir brauchen nämlich davon noch ein paar. Und wir brauchen. Oh, ne, das war falsch. Kann ich die wieder umwandeln? Ne, ne? Scheiße. Mache ich denn jetzt mit 56 Bruchsteinstufen? Ich brauche die nicht weg. Tschüss. Verschwendung, aber hey, ist Kabel. Ist nichts Schlimmes. So, das heißt, wir brauchen dieses Gestein. Okay, wir brauchen gar kein Kabel gerade. Doch. Zum Weiterbauen, ne? Zwickmühle. So. Gestein. Stein. Wir brauchen noch für die Randsteine. Ich nehme mal so 44 mit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele wir letztendlich brauchen. Und dann brauchen wir noch Stufen für den Boden. So. Mein Gott, irgendwas müssen wir wegwerfen, Leute. Wir haben wieder zu viel Proll dabei. Ja, das Schild aber nicht. Die Schneebälle können wegkommen. Was wollen wir denn damit?
Das sieht doof aus. Das sieht richtig doof aus, wenn das durchschimmert. Hier aber zum Glück nicht, ne? Nein, gut. Ich wollte gerade einen Stein hinsetzen, weil ich dachte, komm, da fehlt noch einer. Zum Glück nicht getan. So. 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 Ich weiß gar nicht, wie breit der werden soll oder ob das überhaupt gut aussieht. Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke mal schon. Der soll nicht groß werden. Der soll einfach nur zeigen, hey, hier sind wir. Das ist natürlich doof, ne? Da hat der Herbert wieder mal super nachgedacht. Und festgestellt, war eine Kackidee. Ja, oder auch nicht. Ist okay so. Gut, der Rand hier, der sollte nicht so sein, dass man unbedingt von hier oben runterfallen könnte. Deshalb erweitere ich das mal. So. Dann können wir uns hier nochmal wunderschön die Gegend anschauen von hier aus. Also von hier aus sieht es gut aus. Hier wird auch ein dunkler Zaun hinpassen, weil das würde dann zum Rand passen. Ich frage mich aber jetzt, wie das Ganze von unten aussieht. Wenn das nämlich zu klobig wirkt, dann ist blöd. Also von hier aus ist es okay, aber wie sieht es von ganz unten aus? Jetzt müssen wir wieder runterlaufen. Mein Gott. Leute, das wird eine Katastrophe. Also von hier aus sieht's gut aus. Von hier aus eigentlich auch. Kann so bleiben, würde ich sagen. Da kommen noch Stützpfeiler unten drunter, damit das Ganze ein bisschen realistisch aussieht und nicht einfach wie ein schwebender Steinklotz. Aber ich bin sicher, das kriegen wir auch noch gebacken irgendwann. Oh. Ja, mal schneller trinken. Ohne Idee. Sein Minecraft-Leben ein schleunigstes Ende zu bereiten. So. So. Sind wir richtig? Ja, ne? Sind wir. Herrlich. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich denke mal, Stein ist da irgendwie. Obwohl, dann ist es nicht konsequent durchgeführt, ne? Wenn ich das jetzt so mache. Oh mein Gott, das war knapp. Ich habe gerade noch rechtzeitig die Taste gedrückt. Ich meine, es ist nicht konsequent, aber es ist stabil, ne? Ich meine, es ist eine Steintreppe. Das ganze Ding besteht aus halb Holz außen, ne? Und stützt sich selbst, so gesehen, in Holz. Oh, das ist gar nicht so einfach. Das entscheidet ihr. Schreibt mir in die Kommentare, Holz, wie hier? Oder Stein. Bevor ich hier einen Rappel krieg und das Haus, glaube ich, noch fünfmal umbaue, habt ihr zumindest auch mal was zu tun und dürft mitentscheiden. Zack. Zack. Sehr gut. Dann ist das auch erledigt. Ja, sieht gut aus. Fackeln können auch noch angebracht werden. Hier vorne zumindest innen. Ich habe jetzt gerade keine, sonst hätte ich sie angebracht. Ich bin ein Gespenst. Wie sehe ich eigentlich aus? Ich bin der Normalo übrigens, ne? Ich habe den Normalo-Skin. Mittlerweile wieder. Ah, das sieht auch gut aus, ne? Überall haben wir diese Lavaseen. Hier vorne ist ja auch einer. Seht ihr ihn? Überall. Und das sieht so geil aus, weil egal von wo wir gucken und egal von welcher Position wir ausschauen, rausschauen, mein Gott. Von da. Das sieht übrigens immer noch komisch aus, weil wir da vorne den Boden noch nicht fertig haben. Ich wollte den Rand als Stein und die Mitte als Boden, so wie es auch realistisch wäre. Das sieht aus, als ob gar keine Glasscheibe drin wäre. Ist auch gruselig. Der Alpaka-Händler ist weg. Wo ist der Typ? Er ist mittlerweile verpisst. Endlich. Der ging mir auch mit seinen scheiß Alpakas so auf den Sack.
die ganze Zeit. Verschiedene Stufen der Dunkelheit. Könnte man vermuten, aber es ist tatsächlich alles dasselbe. So, neu überlegen, neu sammeln.